Ja, schön, dass Sie, ihr alle gekommen seid. Ich habe heute versprochen, dass ich es ganz, ganz kurz mache, weil wir viel später angefangen sind mit dem offiziellen Teil, als wir eigentlich wollten. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, 10 Minuten gebraucht, also heute versuche ich wirklich mal mit 1-2 Minuten klarzukommen. Also wir hatten das Ziel, hier eine Musterkanzlei zu bauen. Wir hatten uns vorgenommen, das Ganze so unter dem Aspekt, unter dem ökologischen, ökonomischen Aspekt, alle Dinge zu berücksichtigen, die irgendwo zu berücksichtigen waren. Wir haben angefangen oben auf dem Dach. Da liegen die Dachpfannen nicht nur rum bei uns, sondern die arbeiten tatsächlich. Die haben also die Aufgabe, das ist eine sogenannte Klimapfanne, tatsächlich die Luft zu reinigen von den Emissionen, die, ich sag mal, ein Auto heute mit, das ein modernes Auto, das 24.000 Kilometer pro Jahr fährt. Die Emission nimmt unser Dach hier weg. Diese Belüftungsanlage sorgt dafür, dass wir statt 64.000 Kilowatt Gas, die wir normalerweise gebraucht hätten, nur noch 40.000 brauchen. Also schon eine deutliche Senkung. Ist das richtig so, Herr Kröger? Müsste etwa das Volumen sein, ne? Wir haben es dann doch so weit hinbekommen, von Lichtblick das Zuhause-Kraftwerk zu installieren und haben hier damit insgesamt die Musterkanzlei sehr, sehr wirtschaftlich ausstatten können, haben einen äußerst niedrigen Energieverbrauch und machen die Räumlichkeiten auch gerne immer wieder mal auf, um das zu zeigen, um Kanzleien zu zeigen, was man tun kann, um da eben entsprechend hinzukommen. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, gab es ganz viele Planungstreffen. So die ersten, bei denen ich dabei war, waren so ab November 2010. Und da brauchten wir ganz viel Kaffee, weil ich dabei war. Und dann gab es da eben auch super wichtige Fragen zu klären. Wie weiß ist eigentlich weiß? Und gibt es vielleicht Münsteraner weiß? Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Mitte April 2011 war dann der Spatenstich, wo ja auch einige von Ihnen schon zugegen waren. Dann ging es los mit dem Rohbau und den geklebten Steinen. Nach 8,5 Monaten Bauzeit, dann endlich der Einzug vor ungefähr 4 Wochen und heute die feierliche Eröffnung. Heute ist der Geburtstag von Michail Gorbatschow. Vor 81 Jahren wurde er geboren und er hat mal gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Aber so hat er das wirklich gar nicht gesagt, sondern er hat tatsächlich gesagt, Schwierigkeiten lauern auf den, der nicht auf das Leben reagiert. Und das haben Sie aber mit Ihrem Gebäude getan. Sie haben auf das Leben und auf die wirtschaftliche Zukunft in Ihrer Branche reagiert und haben den Mut gehabt, hier Ihr neues Betriebsgebäude zu errichten. Ich denke, es wird gleich ein bisschen was zu essen geben. Für Getränke ist, glaube ich, auch gesorgt. Insofern, bitte schön. Bitte schön.